Ich möchte heute drei lebensverändernde Erkenntnisse aus meinem Leben teilen, die mein Leben grundlegend verändert haben. Die erste Geschichte ist die, die beginnt damit, jeder kennt auch von euch so einen großen Bierkrug. Hebt mir die Hand, wer so große Bierkrüge kennt, die so einen halben Liter fassen. Da drin habe ich früher Milch getrunken. Morgens einen halben Liter Milch, mittags einen halben Liter Milch und abends einen halben Liter Milch. Das war in meiner Jugend zeitweise meine einzige Flüssigkeitszufuhr. Und ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht, was da mit den Tieren passiert und was dahinter steckt und wo das überhaupt herkommt. 2019 habe ich meine Cousine besucht, lebt auch vegan, am Zürichsee. Und dann gehen wir wandern und es ist mitten im Winter, so 3-5 Grad, leichter Sprühregen, richtig gemütliches Wetter. Und wir kommen an einem Betrieb vorbei, der die gute Alpenmilch produziert. Da stehen die Kühe zusammen, alle auf einem Haufen, weil sie sich gegenseitig wärmen, weil sie auf dem kalten, nassen Boden stehen in diesem schlechten Wetter. Und 100 Meter weg stehen die Kälber, separiert in ihren Kälberboxen. Jeder auf 0,8 Meter Breite und 1,20 Meter Länge, 0,96 Quadratmeter. Das, was der Tierschutz in Deutschland und wahrscheinlich auch in der Schweiz ähnliche Größe mindestens empfiehlt, was gegeben sein muss. Was auch gegeben sein muss laut Tierschutz, ist der Sichtkontakt zu den Artgenossen. Und für die ersten 2 Monate leben sie so, komplett separiert, ohne Zuneigung, direkt nach der Geburt getrennt von ihrer Mutterkuh. Und als ich das erkannt habe, ein paar Jahre vorher schon, was da passiert, wie dieses System Milch funktioniert, was da für Leid hinter steckt, und das ist die erste Erkenntnis, habe ich eine Entscheidung getroffen. Und wir alle können Entscheidungen treffen. Und ich habe die Entscheidung getroffen, dass das kein Tierschutz ist, sondern dass Tierschutz ist, dass wir diese Industrie nicht mehr unterstützen. Denn artgerecht ist nur die Freiheit. Hier steht's drauf. Die zweite Geschichte geht in meine Kindheit zurück. Wer von euch kennt so einen Menschen, wo ihr wisst, das ist so ein Herzensmensch, der ist einfach für einen da, mit dem könnt ihr euch morgens an den Mitfrühstückstisch setzen und wenn kein Termin wäre, bis abends am Tisch sitzen und die ganze Zeit reden. Wer kennt so einen Menschen, so, wo einem wirklich das Herz aufgeht, so ein Seelenmensch? Das war mein Lieblingsonkel aus Amerika. Ich war 9 Jahre alt, da kam der Onkel aus Amerika zu Besuch zum ersten Mal und danach hat sich trotz des großen Altersunterschieds von über 50 Jahren eine tiefe Freundschaft entwickelt. Ein paar Jahre später hat er die Diagnose Diabetes Typ 2 bekommen. Und dann über die Jahre, nachdem ich ihn immer wieder in den USA besucht habe, musste ich feststellen, wie sein Körper immer mehr den Geist aufgegeben hat. Sein Geist blieb immer klar und er war immer hochfit vom Geist her, aber der Körper hat einfach unter ihm aufgegeben. Und wer von euch kennt Menschen, die ähnliche Krankheit hatten? Erhebt mal ruhig die Hand. Wer kennt jemanden, der Diabetes Typ 2 hatte? Der Herzerkrankung hatte? Lasst die Hände ruhig oben. Schlaganfälle, Herzinfarkte, Lungenembolien, Thrombosen. Wer kennt jemanden, der irgendwie Verdauungsprobleme hat? Chronisch entzündliche Erkrankungen, Krebs, Darmkrebs, Brustkrebs, Prostatakrebs. All diese Erkrankungen haben eines gemeinsam. Sie lassen sich durch eine gesunde pflanzliche Ernährung zu unterschiedlichen Prozentanteilen entweder sogar verhindern oder sogar umkehren. Und Walter, mein Großcousin aus den USA, hat eins gemacht, der hat auf den Arzt gehört, der hat eine kohlenhydratarme Ernährung umgesetzt. Was letzten Endes allerdings nur eine Symptombehandlung ist, aber nicht die Ursachenbehandlung. Und er hat die Ernährung umgesetzt, hat Gewicht abgenommen, hat sich aber extrem eingeschränkt, sollte kein Obst essen, kaum Kohlenhydrate und so weiter. Und hat trotzdem immer weiter abgebaut, die Krankheit ging trotzdem immer weiter voran. Und er war gewillt, was zu verändern, aber er wusste nicht, was er wirklich ändern muss. Und deshalb ist es so großartig, dass ihr alle hier seid, denn es liegt an uns, diese Information rauszubringen in die Welt, diese Information zu teilen. Deshalb habe ich 2018 mit YouTube angefangen, mit Instagram, einfach weil diese Information raus muss. Und eine super einfache Möglichkeit möchte ich gerne mit euch teilen, wie ihr diese Information raustragen könnt. Und dafür bitte ich euch mal, euer Handy rauszuholen. Öffnet mal den Browser auf eurem Handy und gebt ein pflanzenpower.eu. Und zwar gebe ich regelmäßig kostenfreie Workshops, wo ich genau über die Themen spreche, wie eine gesunde pflanzliche Ernährung und eine vegane Lebensweise, was sie von Potenzial hat für die gesunde Ernährung, für die Gesundheit, für die Tiere, für die Umwelt, für das Klima, was es für einen Impact hat. Komplett kostenfrei, kann es jeder einfach anmelden und ich lade euch herzlich ein. Meldet euch an, ladet eure Freunde, Familie ein, teilt es im WhatsApp-Status und als Dankeschön, dass wir heute hier sprechen können und die Stimme für die Tiere erheben können, spende ich für meinen nächsten Workshop, der am 23., also in 10 Tagen ist, am 23. Mai, für jeden Teilnehmer, der live dabei ist, 1 Euro an Watu. Also insofern, seid dabei, teilt das gerne. Das ist eine Möglichkeit, wie wir die Stimme erheben können. Und das WhatsApp-Status ist immer eine super Möglichkeit, einfach so Sachen zu teilen.
Also Erkenntnis, informiert euch und teilt die Informationen. Die dritte Geschichte findet in den USA statt. Ich war 2019, um für die Dreharbeiten für meinen Dokumentarfilm zu filmen, der noch in der Pipeline ist, war ich in Detroit, in einem Vorort von Detroit, in einem Hinterraum von einem veganen Restaurant. Und da habe ich Jim kennengelernt. Und als Jim auf mich zukam, sehe ich schon, dass er sehr viel in seinem Leben durchgemacht hat. Er setzt sich dann hin, ne? Wir haben auch die Kameras aufgebaut, ich nehme hinter den Kameras Platz, um ihn zu interviewen. Und dann fängt er an, seine Geschichte zu erzählen. Ende 20 hat er schon angefangen, Diabetes zu entwickeln. Als er dann in seinen 50er Jahren war, hat er durch einen kleinen, dummen Zufall eine kleine Verletzung gehabt bei einem Arbeitsunfall. Und durch eine Verkettung von unglücklichen Zuständen war er anderthalb Jahre komplett ausgenockt. Er hat 23 OPs in 26 Tagen bekommen. Ihm wurde das ganze Bein aufgeschnitten, sein halber Darm rausgenommen, weil er Entzündung drin hatte und die Entzündung einfach nicht wegging. Und dann hat Jim 5 Jahre so gelebt, hat Insulin inzwischen noch spritzen müssen, weil sein Diabetes schlimmer wurde, hat Blutdruckmedikamente genommen, hat Arthrose bekommen, konnte seinen Pinsel nicht mehr halten, er war Maler. Und so hat er 5 Jahre gelebt, hatte Existenzängste. Und dann eines Morgens, wir kennen das alle, YouTube Autoplay sprengt an, dann kommt irgendein Video, was gerade das nächste in der Warteschlange ist. Er hat sich nie Gesundheitsvideos angeschaut und dann kommt ein Video von einem amerikanischen Arzt, warum die Amerikaner krank sind. Und er schaut sich dieses Video dann an, obwohl er eigentlich das nie interessiert war dafür. Und er probiert es einfach mal aus. Er schmeißt alles aus dem Kühlschrank raus, geht einkaufen, holt sich Obst, Gemüse, Getreide, Kartoffeln, Grundnahrungsmittel, die wir alle kennen, die er aber nicht essen durfte, weil er Diabetes hatte. Durfte er kein Obst essen, durfte er keine Kartoffeln essen. Am ersten Tag ist nichts passiert, am zweiten Tag ist nichts passiert. Am dritten Tag ist zum ersten Mal seit 5 Jahren sein Bein nicht mehr auf Elefantengröße angeschwollen. Am vierten Tag hatte er nicht mehr 20 Mal pro Tag Stuhlgang wegen seinem Darmproblem, sondern nur noch einmal. Nach 4 Tagen vollwertig pflanzlicher, gesunder Ernährung waren seine 2 größten Probleme, die letzten 5 Jahre hatte, wo kein Medikament geholfen hat, weggeblasen. An Tag 10 hat er seinen Blutzucker morgens gemessen und er war im normalen Bereich, der hat die Welt nicht verstanden. Die Ärzte haben gesagt, das ist genetisch angeboren, kannst du nichts gegen machen. Ist halt so. Sein Blutzucker war im normalen Bereich. Er ist in die Apotheke gerannt, hat sich ein neues Messgerät gekauft. War das gleiche Ergebnis. Er hat gedacht, es ist kaputt. Er hat von dem Tag an nie wieder Insulin gespritzt. An Tag 10 war sein Diabetes wie weggeblasen. An Tag 14 ist er morgens wie benebelt aufgewacht, hat gedacht, sein Blutzucker spinnt. War im normalen Bereich, hat er seinen Blutdruck gemessen. Da war der Blutdruck abgesandt, weil er die Blutdrucksenker noch genommen hat. Hat er einfach die Medikamente abgesetzt. Nicht zu empfehlen. Sprecht immer bitte mit eurem Arzt ab. Keine Behandlungsempfehlung. Er hat von dem Tag an keine Medikamente mehr gebraucht, hat immer mehr Gewicht verloren. Nach 2 Monaten ist er zum Arzt gegangen, hat seine Blutwerte checken lassen, Blutzucker im Top-Bereich, Cholesterin ist gesunken, Blutdruck ist im Top-Bereich, hat Gewicht verloren. Reaktion vom Arzt: Jim, du weißt nicht, was du tust, du bringst dich in Gefahr, du musst Fleisch essen. Jim hat natürlich nicht drauf gehört. Er hat einfach weitergemacht, er wusste ja, was richtig ist, er hat es ja gespürt. Und inzwischen hat er von seinen 160 Kilo auf 80 Kilo sein Gewicht halbiert, kann seine Pinsel wieder halten, kann seinem Job wieder nachgehen, hat ein lebensfreudiges Leben und ihm geht's einfach gut. Und Jim, ja, er ist ein Einzelfall, aber ich kenne inzwischen so viele Einzelfälle. Heather Mills, die Ex-Frau von Paul McCartney, ist vor über 25, 30 Jahren schon vegan geworden, hatte auch eine Entzündung im Bein, weil sie das Bein amputiert werden musste. Innerhalb von 14 Tagen war die Entzündung weg. Darmerkrankungen, Herzinfarkte. Ich habe Paul in den USA kennengelernt. Er hatte 3 verschlossene Arterien, konnte kaum 7 Schritte gehen. Heute ist er wieder topfit, macht Sport und alles komplett ohne Operation. Ich habe zig Einzelfälle inzwischen kennengelernt und die zeigen alle in die gleiche Richtung wie die Studienlage. Und je nach Krankheit sind es 10-90%, die umgekehrt oder verhindert werden könnten. Und gerade bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes sind es 80-90%, die wir verhindern können. Das Geniale ist, was unser Leben retten kann, rette das Leben der Tiere. Dankeschön.